Ein Thema lautet also Trauer- und Gedenkrituale im öffentlichen Raum. Die Bilder gleichen sich, ob in Paris nach islamistischen Anschlägen gegen die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo im Januar 2015 und eine Veranstaltung im Konzertsaal Bataclan im November desselben Jahres in Brüssel und so weiter. Ich habe jetzt eine Aufzählung der Anschläge von 2016, 2017 bis zum August. Das zählt mir jetzt nicht alles so auf, sondern kürze ich ab. Ob also das da oder da ist, in Moskau oder Stockholm oder was immer wir wollen, ob es um den Anschlag eines Islamophoben geht, auf eine Gruppe Muslime, und die letzten Anschläge dann in Barcelona und Cambrils und den Messerstecher in Hamburg. Spontan oder Aufforderung einer Institution finden sich Menschen, die ihren geplanten Alltagsablauf unterbrechen, in der Nähe des jeweiligen Tatorts ein, um dort Blumen und für Kinder unter den Opfern auch Spielzeuge niederzulegen, Kerzen anzuzünden und im Stehen schweigend zu verweilen, um als Trauergemeinschaft ihre Betroffenheit, ihr Mitgefühl, ihre Solidarität mit Opfern und Hinterbliebenen sichtbar auszudrücken. Trauernde Muslime versammeln sich stehend und kniend mit gesenkten Köpfen und vor der Brust verschränkten Armen und zusammengelegten Händen. Zwar machen alle diese symbolischen Gesten das jeweilige Ereignis nicht ungeschehen, auch tragen sie nicht zur kriminalistischen Aufklärung der Verbrechen bei, wohl aber können sie die betroffenen Menschen dabei unterstützen, Angst, Verunsicherung und Desorientierung durch die Herstellung und Erfahrung von Gemeinschaft zu bearbeiten. Anschlagsorte im öffentlichen Raum werden als Zeichen für dessen Missbrauch, als Zitat, als kollektiv bedeutsame Erinnerungsorte in alltäglichen Umgebungen markiert und können die Transformation des öffentlichen Raums zum zeit- oder gegenwartsgeschichtlich geprägten Geschichtsraum intensivieren. Während es nicht sicher ist, ob materielle Reste zerstörter Einrichtungen als originale Erinnerungszeichen gesichert und ausgestellt werden, geht die Erfahrung von Ereignis und Ablauf des Anschlags in das autobiografische Gedächtnis, der Titel von Markowitsch-Welzer 2005, das autobiografische Gedächtnis der Zeugen ein und wird durch deren Erzählungen produktiv. Denn dass die ritualisierten Gesten öffentlicher Trauer tendenziell in der Form einer Ritualgemeinschaft sichtbar werden, weist auf die überindividuelle gesellschaftliche Dimension des Trauerprozesses hin, der als Reaktion auf den vorhergehenden Anschlag stattfindet. Als Ausdruck individueller Betroffenheit machen öffentliche Trauerrituale auf das Leid der Opfer und Hinterbliebenen aufmerksam, zugleich verweisen sie auf dessen Anlass und Kontext. Das heißt, sie konnotieren auch die komplexe Situation der Täter, die nicht selten als Flüchtlinge oder Migranten in das jeweilige Land gekommen oder die psychisch krank sind, oder die vor allem bei islamophoben Anschlägen rechtsextremen Gedanken folgen. Weil ein oder mehrere Täter einen Anschlag verübt haben, weil sie damit nicht nur zufällig anwesende Menschen getötet und verletzt, sondern insgesamt auch das Vertrauen in die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Raums gestört haben, bilden Betroffene gerade in diesem öffentlichen Raum eine rituelle Trauergemeinschaft als Gegenzeichen. Wenn es zutrifft, dass die islamistischen Anschläge von Mitgliedern bestimmter Islamrichtungen gegen die westliche Kultur und Lebensform im Allgemeinen und deren jeweilige gesellschaftliche und politische Ordnung im Besonderen gerichtet sind, wenn es sich dabei um programmatisch gerahmte Taten handelt, dann erhält die ritualisierte Selbstverständigung im öffentlichen Raum auch die Bedeutung eines Bekenntnisses zur bedrohten Ordnung wird selbst zur programmatischen Handlung aufgeladen. Ich habe hier einige Zitate nicht gelesen, zum Beispiel folgendes: Radikale Islamisten, Zitat ist das, halten Europa in Atem. Nach den jüngsten Anschlägen in Manchester und London wird erneut klar, dass religiöse Fanatiker nichts unversucht lassen, um die westliche Gesellschaft zu erschüttern. Das war ein Zitat von August Hanning, dem ehemaligen
Chef des Bundesnachrichtendienstes aus der Süddeutschen Zeitung. Die FAZ hat getitelt, der Krieg gegen den Westen im August 2017. Insgesamt scheinen die Anschläge gegen westliche Demokratien zu einem Szenario aus Bedrohung, Verunsicherung und Glaubwürdigkeitsdefiziten hinsichtlich des Selbstverständnisses liberaler Verfassungsstaaten zu gehören. Zitat: Mit Trump im Weißen Haus, der Türkei auf dem Weg in die Autokratie und dem Erstarken populistischer Parteien in ganz Europa wirkt der proklamierte Siegeszug der liberalen Demokratie mittlerweile jedoch eher wie ein Rückzugsgefecht. Das ist ein Zitat aus der FAZ. Diese Diagnose eines Ungleichgewichts zwischen einer Vielzahl offener Probleme und einem Mangel an Antwortperspektiven und weiterführenden lösungsorientierten Fragen nimmt Bieber, das ist der Verfasser dieses gerade zitierten Artikels, mit seinem Hinweis auf den Oxforder Philosophen David Miller auf, der Frage, Zitat, welches Recht auf Abgrenzung Gesellschaften haben und welche Pflichten gegenüber Migranten, Zitat Ende. Verfassungsgeschichtlich ergänzt wird diese Diagnose durch den Hinweis auf die, Zitat, Paradoxie der modernen Verfassungsstaaten, deren Ansatz auf der Verbindung von Nationalstaatsprinzip und dem Prinzip universaler Menschenrechte, Zitat Ende, beruht. In diesem Zusammenhang wird die Begründung eines sozial- und kulturpolitischen Politikfelds Grenzpolitik mit der Aktualisierung des Deutungsmusters offene Gesellschaft, Karl Popper, nahelegt, gehört auch Julian Nieder-Rümelins Studie über Grenzendenken, eine Ethik der Migration aus diesem Jahr, in der er die scheinbar einfache Alternative von Grenzöffnung und Schließung auf mögliche Folgen für die Menschen in den Gastländern und die in den Herkunftsländern zurückbleibenden bezieht. So sind für Nieder-Rümelin mindestens drei Gruppen direkt vom Phänomen Migration, Flucht betroffen, nämlich die Flüchtlinge, die Einheimischen in den Zielländern und die in den Herkunftsländern Bleibenden, deren Aufgabe Wiederaufbau und Sicherung der dortigen Strukturen sei. Daraus müsste folgen, dass die Politik der Zielländer nicht nur auf die Aufhebung der Gründe für Flucht und Migration orientiert sein sollte, sondern auch das Phänomen der Ungleichbehandlung der Zurückbleibenden gegenüber den anerkannten Asylbewerbern zumindest zu reflektieren hätte. Allerdings wären darüber hinaus auch Migrations- und Grenzpolitik jener Staaten zu analysieren, die sich weigern, Flüchtlinge in nennenswerter Zahl aufzunehmen. Als Reaktion auf Anschläge öffnen Trauer- und Gedenkrituale den Blick über die je situative Trost, über die je situativen Trost- und Ordnungsbedürfnisse der einzelnen Teilnehmer hinaus auf Ordnungsstrukturen und Befindlichkeiten sowie das Krisen- und Konfliktpotenzial der jeweiligen Bezugsgesellschaften. Formen ritualisierter Trauer scheinen mit der Intention aufgeführt zu werden, individuelle Betroffenheit sichtbar zu machen, aber auch das Bekenntnis zur eigenen Ordnung sowie die Bereitschaft zur Lösung akuter Konflikte wie auch zu deren künftiger Vermeidung auszudrücken. Demnach handelt es sich bei öffentlichen ritualisierten Trauerformen um Abhängige, bedingt durch die von der sogenannten Terrormiliz Islamischer Staat, von Kranken und Islamophoben verantworteten Anschläge, also um Abhängige und unabhängige Variable, offenes Wirkungspotenzial, was auf forschungstheoretisch und praktisch womöglich produktive Zusammenhänge zwischen dem scheinbar bloß situativ begrenzten Ereignis des Anschlags und dessen aufgrund der gegen unterschiedliche Gesellschaftsformen, Kulturen und Religionen verübten Serie der Anschläge mit geschichtsrevisionistischer Zielsetzung impliziter weltgeschichtlicher Dimension verweist. Dieser Hinweis auf die geschichtsrevisionistische Zielsetzung bezieht sich auf eine Erklärung anlässlich des Anschlags in Barcelona. Dort verlautete der IS, dass man bis 2020 die iberische Halbinsel wieder zu Al-Andalus zurückgestalten wolle und werde.
Rituale sind nicht ohne Berücksichtigung ihres determinierenden Anlasses zu analysieren. Dieses Reiz-Reaktionsschema von auslösendem Ereignis und ritualisierter Reaktion bezeichne ich als rituelle Konstellation, also eine Neuprägung wissenschaftstheoretischer Art von mir jetzt hier. Rituelle Konstellation, womit ritualwissenschaftlich sowohl ein Untersuchungsgegenstand als auch ein Verfahren gemeint ist. Empirisch zu untersuchen ist die Kausalbeziehung zwischen zunächst zwei Ereignissen, nämlich zwischen dem Ausgangsereignis, dem Faktum, hier der Anschlag, und dem darauf reagierenden ritualisierten Deutungsereignis, dem Interpretum, hier eben die Trauerrituale, das dem Faktum die Funktion des Auslösers gibt und dadurch, dass es selbst Faktum ist, seinerseits Reaktionen auslöst oder auslösen kann. Dabei gilt die Aufführung oder das In-Szene-Setzen eines Rituals aus emischer Perspektive, also aus Teilnehmerperspektive, als Deutung des Bezugsereignisses im Anspruch auf subjektive Verbindlichkeit, was in der Regel, am Beispiel ritualisierter Trauerformen zu zeigen, die Tendenz zu Verstetigung und Etablierung als Gedenkritual einschließt, also von Trauerritual zum Gedenkritual. Wird auf Anschläge, die zumeist im öffentlichen Raum an Symbolorten als Einbrüche in die je kollektive Erinnerungskultur verübt werden, mit der Einrichtung von Gedenkritualen reagiert, so werden die eigenen Opfer erinnerungspolitisch gewürdigt. Grundsätzlich scheint das Ziel von Erinnerungs- und Gedenkkultur zu sein, Zitat, den Opfern ihr Gesicht wiederzugeben, Zitat Ende. Erinnern ist Gegenwartshandeln und betrifft daher die Gestaltung der Gegenwart, berührt gruppenspezifische Interessen und provoziert Anschlusshandlungen. Kann es über Partikularinteressen hinaus Maßstäbe für die Etablierung von Gegenwartsereignissen im kollektiven Gedächtnis geben? In diesem Zusammenhang ist, im Sinne nur allerdings vorbereitender Bemerkungen, die Möglichkeit einer ritualwissenschaftlichen und geschichtlichen Perspektive auf Weltgeschichte zu erwägen. Zunächst gebe ich einführende Informationen zum Handlungsfeld Rituale als Forschungsgegenstand. Auf dieser Basis folgen die Analyse des Anschlags gegen einen Berliner Weihnachtsmarkt und Erläuterungen zur Funktion öffentlicher Trauer- und Gedenkrituale. Gerahmt sind die Ausführungen von der Frage nach Möglichkeiten, mit Ritualen Geschichte zu machen. Im Schlusskapitel geht es darum, ob und inwieweit rituelle Erfahrungen Zugänge zu weltgeschichtlichen Dimensionen eröffnen können. Ritualisierte Formen öffentlicher Trauer als Reaktion auf einen Anschlag in Berlin. Nachdem am 19. Dezember 2016 um 20.02 Uhr ein Anschlag, kein Selbstmordanschlag, mit einem Lastwagen, wie zuvor schon in Nizza, das ist wichtig, weil hier der ritualtheoretische Begriff des Ritualtransfers dann wieder anzuwenden ist. Gut, nur Hinweis. Nachdem also da um 20.02 Uhr ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin verübt worden ist, für den die Terrormiliz Islamischer Staat die Verantwortung auf der Basis ihrer terroristischen Programmatik übernimmt, reagieren zahlreiche Menschen spontan mit einer ritualisierten Handlung im öffentlichen Raum. Doppelpunkt. In Abweichung vom vorgesehenen Ablauf ihres Alltags versammeln sie sich schweigend im Stehen in der Nähe des Anschlagsorts im Halbkreis um ein altarähnliches Zentrum aus brennenden Kerzen, Friedhofsleuchten, Blumen und Zetteln mit Mitteilungen persönlicher Betroffenheit. In der körperlichen Selbstpräsentation der Ritualakteure bzw. Teilnehmer wie auf einer Bühne ist die Rede von der Ritualaufführung als Live-Veranstaltung, Nische direkter Kommunikation, Face-to-Face, direkte Erfahrung von Gemeinschaft und so weiter begründet, was in dieser Form für Internetrituale natürlich nicht gilt. Jeder, der es möchte, kann ohne Vorbereitung, Anmeldung und Zugangskontrolle für beliebige Dauer an diesem Trauerritual teilnehmen. Bühne und Zuschauerraum sind nicht getrennt. Eine Kleiderordnung besteht nicht. Das äußere Erscheinungsbild ist ohne Bedeutung. Der implizit verwendete, nicht genormte Ritualbegriff fördert Toleranz, Inklusion, Zugehörigkeit, Integration.
Zu diesem Zeitpunkt ist nichts über die Identität des Täters bekannt, nichts über seine Motivation, Biografie und nichts über seine mögliche Inhaftierung. Zu diesem Zeitpunkt ist der Täter auf der Flucht. Was zählt, ist die rituell generierte Gleichheit zwischen den Teilnehmern der temporären Trauergemeinschaft. Welche Rollen sie im nicht rituellen Alltag spielen, welche religiöse, politische, kulturelle, sexuelle und so weiter Orientierung sie haben, ist unerheblich. Denn die soziale Komplexität des vorweihnachtlichen, prärituellen Alltags ist für die Dauer des rituellen Prozesses auf die körperliche Sichtbarmachung von Trauer und Betroffenheit, von Mitgefühl und Solidarität mit Opfern und Hinterbliebenen reduziert. Es ist eine wertexplizite Situation, das heißt, das rituelle Handeln zeigt die Werte, die das alltägliche Handeln implizit fundieren und steuern sollen. Tendenziell geht es um die Markierung des disparaten Anschlag als Wertenegation durch das Gegenüber ritualisierter bzw. ritueller Konsensproklamation im Trauerritual. Während der rituellen Handlung gibt es keine Konkurrenz unter den Teilnehmern, keine Vergleiche, kein Messen, Wiegen, Zählen, wer verdient mehr oder weniger. Das im Alltag ubiquitäre, agonale Verhalten ist im sozialen Format des Trauerrituals stillgestellt. Durch die Inszenierung körperlicher Bewegungslosigkeit, kein Handy- oder Smartphone-Gebrauch, werden Innehalten, Trauer und Außeralltäglichkeit sichtbar. Es passiert praktisch nichts, obwohl von starker Emotionalisierung der Beteiligten auszugehen ist. Auf Fotos sind ernste, erschütterte Gesichter zu sehen, aber entsprechend der verbreiteten Ritualtradition öffentlicher Trauer mit Körperdisziplin und Affektkontrolle nur wenige weinende Personen, die zudem Trost in der Anlehnung an andere oder in deren Umarmung suchen. So lässt die ritualisierte bürgerliche Trauer im öffentlichen Raum die außeralltägliche Geste zu. Das heißt, die Distanz zwischen Körpern, zwischen einander völlig fremden Menschen aufzuheben. Die spontane Selbstverständigung der Bürger, sich zu ihrer Ordnung zu bekennen, ist durch islamistische terroristische Devianz veranlasst. Allgemein scheint deviantes Verhalten Deutungsmacht über die Ordnung zu besitzen und bei Betroffenen das Bedürfnis ritueller Gemeinschaftserfahrung zu bewirken. So ist das Trauerritual auch eine Reaktion darauf, dass der Weihnachtsmarkt selbst eine ritualisierte Veranstaltung des Außeralltäglichen von einem Augenblick auf den anderen ein fremder, unvertrauter Ort geworden ist und nun rituell gereinigt werden muss. Während der öffentliche Raum im Allgemeinen und ein Weihnachtsmarkt im Besonderen als Orte definiert sind, die durch Gewährleistung von Sicherheit und Gleichheit aller Nutzer und Nutzerinnen dem friedlichen Austausch der Geselligkeit aller Menschen zur Verfügung stehen, hat der Täter ihn, den öffentlichen Raum, durch seinen programmatisch basierten Anschlag zum Bedrohungsort für alle gemacht, die nicht seiner eigenen Gruppe angehören. Zitat, im Zusammentreffen zwischen Räumen und Gebrauchsweisen, zwischen der räumlichen Präfiguration bestimmter Gebrauchsweisen und der Konfiguration des Raums durch seinen spezifischen Gebrauch, erhalten Räume erst ihre Bedeutung. Ende des Zitats. Die terroristische Umnutzung, der Fachbegriff für diese Situation, des öffentlichen Raums muss durch die ritualisierten Trauerformen, die den Tatort als Einbruchsstelle des terroristischen Verbrechens markieren, nun als Erinnerungsort neu gedeutet werden. Auf Dauer gelingen kann dies wohl nur, wenn ein öffentlicher Gedenkort mit Angabe des Referenzereignisses, des Datums und der Opfernamen eingerichtet wird. Gedenkorte sind Umdeutungen von Schreckensorten, wobei der Schrecken und seine Folgen als Mahnung und Appell erinnert werden. Aus der Simultaneität von realem Tatort und ebenso realem rituellem Gedenkort von, mit Begriffen Rudolf Ottos, Tremendum und Faszinosum, mag eine spezielle Form des Heiligen als außeralltäglicher, reflexiver Ort entstehen. Jede Wiederholung des öffentlichen Gedenkrituals generiert Erinnerungssituationen als narrative Gegenstände. Es geht in den Diskussionen hier in Berlin darum, dass die Berliner Opfer sich beklagen, nicht angemessen repräsentiert worden zu sein in den wenigen öffentlichen Gedenkveranstaltungen.
Also, es geht darum, oder vielleicht, nein, ich bringe doch noch ein Zitat, Caroline Emke, die Preisträgerin des vorigen Jahres, hatte da den Büchner, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, die hat sich auch zu diesem Problem geäußert und schreibt, und dazu kann man Folgendes dann sagen, entgegen der häufig verwendeten Argumentationsfigur, man müsse nach einem Anschlag so schnell wie möglich zur Normalität zurückkommen, um sich nicht von Terroristen den Alltagsablauf diktieren zu lassen, plädiert Caroline Emke gerade für ein angemessenes Innehalten, um Opfern und Öffentlichkeit Zeit und Gelegenheit zum Trauern, Abschied nehmen und Gedenken zu geben. Erfahrungen ungezügelter Gewalt könnten nur allmählich bearbeitet werden. Wem Trauern kein Bedürfnis sei, der brauche die Normalität seines Alltags selbstverständlich nicht zu unterbrechen. Eine Position, die an Merkels Differenzierung zwischen Unmittelbarkeit und Vermitteltheit hinsichtlich des Umgangs mit Flüchtlingen erinnern mag. Diesen Komplex, auch ein Kapitel der Arbeit, habe ich ganz ausgelassen. Die Frau Merkel hatte einen Ausspruch gemacht zu diesem Anschlag in Berlin, in dem sie gesagt hatte, wenn es sich bewahrheiten sollte, dass der Täter tatsächlich ein bei uns und von Sicherheit und Schutz nachgesucht habender Flüchtling sei, dann sei diese Tatsache, und jetzt ist es wichtig, besonders widerwärtig für alle jene, die den Flüchtlingen helfen, und besonders widerwärtig für alle anderen Flüchtlinge, die eben tatsächlich auf den Schutz hier angewiesen seien. Ich habe diese Äußerung sprachwissenschaftlich analysiert und am nächsten Tag, das war ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, erschien ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung von einem Journalisten, der ihr eine Umkehrung der Verhältnisse vorgeworfen habe. Sie könne ja dann, oder man könne diese Aussage umkehren, und dann würde sich ergeben, dass alle die, die weder Helfer seien, noch Flüchtlinge seien, damit eigentlich gar nichts zu tun hätten. Denen müsste dann dieser Vorfall ja egal sein, weil sie gesagt hatte, besonders widerwärtig für diese beiden Gruppen. Und diesen Kommentar habe ich dann auch bewertet, und man kann sprachwissenschaftlich mit dem Begriff der Anmaßung, das ist auch ein linguistisch geprägter Begriff, anhand von sprachlichen Formulierungen nachzuweisen, zurückweisen. Also, das habe ich jetzt überschlagen. Die Frau Emke schreibt, etwas ganz anderes ist es, wenn Normalität und Vertrauen im Angesicht von Terror von oben herab angeordnet werden. Diese ritualisierte Pflicht zur Kontinuität meint, den Schmerz der Opfer, der einer Gewalterfahrung folgt, einfach überspringen zu können. So, als sei individuelle oder kollektive Trauer eine undemokratische Verweigerungshaltung, eine Gewalt, die nicht mehr schockieren darf, eine Gewalt, die gewöhnlich zu sein hat, verliert auch ihren tabuisierten Status. Stattdessen braucht es mehr Vertrauen in die Stabilität der Demokratie. Sie verkraftet es auch, wenn sie sich verwundbar zeigt. Sich als Gesellschaft die Zeit zum Innehalten und Trauern zu nehmen, ist kein Zeichen von Ohnmacht, sondern von Zivilität. Ende des Zitats. Gut, und die Berliner Opfer fühlten sich also nicht angemessen repräsentiert. Es gab dann einen Trauergottesdienst am 20. Dezember 2016, eine Gedenkminute am 12. Januar 2017 im Berliner Abgeordnetenhaus und am 19. Januar 2017, dem ersten Monatstag des Anschlags, im Bundestag. Das reicht aber nicht aus, offenbar. Bund, Land und Kirchen, reden derzeit mit den Opfern, wie ein Staatsakt aussehen könnte. Was schwierig ist, klare Regeln, wie ein solcher Akt aussieht und wer ihn wie veranstaltet, fehlen. Dann gibt es Artikel Terroropfer besser betreuen, und da geht es auch darum, dass man deren Erinnerung pflegen muss und so weiter. Ich lasse das jetzt mal und fasse vielleicht nur ganz kurz mal zusammen. Also die Debatte läuft dann darauf hinaus eigentlich, also oder so muss man es lesen, dass eine angemessene Erinnerungspolitik für deutsche Opfer nicht vorgesehen ist. Ich bringe hier eine Zusammenfassung von zwei großen Trauerveranstaltungen, die sich einmal auf die Opfer der NSU-Anschläge beziehen,
Da gab es hier in Berlin eine ganz offizielle Trauerfeier und dann in diesem Jahr eine ebenfalls genauso offizielle Trauerfeier in München für die Opfer des Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum, sogar mit einer Enthüllung des Denkmals, das die Bilder der Opfer und deren Namen zeigt. Gemeinsam bei diesen beiden großen Trauerveranstaltungen ist, dass die Opfer alle keine Deutschen sind, sondern eben Ausländer, Migranten oder Flüchtlinge sind. Und von daher liegt es also nahe, darüber nachzudenken, warum werden jetzt diese Berliner Opfer nicht entsprechend geehrt, obwohl eben diese Trauerrituale auf ein Gedenkritual eigentlich zusteuern. Es gibt Aussagen von Betroffenen, die genau das fordern. Sie fühlen sich vom Senat nicht angemessen behandelt. Der eine sagt, es kam nur jemand hier von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, der brachte mir, weil es ja um Weihnachten ging, eine Weihnachtskarte und irgendein Lebkuchen. Aber vom Senat nichts. Ich habe dann hier in dem Text diese Frage angeschnitten, wie ist es eigentlich, wenn Deutsche als Opfer erinnert werden? Bisher kennen wir in der Erinnerungskultur Deutsche nur als Täter. Ich stelle es auch dar, also Holocaust-Opfer, dann die Herero-Opfer da von dem Völkermord in Afrika 1915 oder ist man so, ja, 1915 und einige andere Beispiele noch. Das ist eine Frage, die man auch, denke ich, diskutieren muss. Es ist auch eine Frage der Repräsentanz.